Damit Mahlzeit und herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir tun es schon wieder. Wir fahren nach Belgien auf eine Kirmes. Wir müssen aber erst vorher noch Ramona einsammeln. Und dann fahren wir 1,5 Stunden. Das war gestern Abend etwas weniger. Da ist eine Brücke, ne? Ein Fußgängerüberweg, damit die nicht über eine vierspurige Straße rennen. Was machen die Kinder? Rennen über die vierspurige Straße. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Das ist irgendwo hinter Maastricht. Und wir haben Donnerstag den 16. September. Schauen wir mal, wir waren beide schon arbeiten und jetzt geht's erstmal nach Belgien. Wie schön die Stadt. Wie ist das denn? Na, für wie viel? Umsonst. Ja, cool. Hallo. Hallo. Kinders, wir sind angekommen. Wir haben es auch relativ schnell gefunden, also eigentlich sehr schnell. Das Navi hat gesagt, ihr seid da. Wir sind nein. Nächste Seitenstraße waren wir dann doch da. Aber das ist alles neu gemacht hier, ne? Das ja. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich süß hier, ziemlich hübsch und ziemlich viel Kirmes. Und shame on me. Ich muss jetzt erstmal auf den Go-Gator hier vorne, der fehlt mir noch. Oh, zum Glück steht er direkt hier vorne. Naja. So, dass man den von allen Seiten einsehen kann, damit man nicht von jeder Seite auslachen kann. Ja. Das ist aus Belgien. So, Go-Gator gefahren, 200 Runden vorwärts, 100 Runden rückwärts und ich habe verdammt viel Glück, denn es gibt insgesamt 4 Achterbahnen auf dieser Kirmes. Canyon fährt nicht. Gut, dass ich schon habe. Nee, die brauchen zum Glück nicht. Beziehungsweise, was ich mir vorstellen könnte, weil heute der letzte Tag ist, dass die jetzt schon abbauen. Hat der Pause? Achso, ja. Toll. Was voll arschig wäre. Ist halt auch absolut gar nichts mehr an Deko vorhanden. Ich glaube, die bauen schon ab, weil die weiterfahren. Sowas krass ist ja, ne? Wir hatten das in Italien, hatten wir das auch schon mal. Da waren wir 3 Tage. 3 Tage vor Ende auf einer Kirmes oder Luna Park. Da waren schon 3 von 4 Achterbahnen weg. Hier ist halt ein Skateplatz. Kannst du einfach so reinlaufen. Ich meine, gut, das kannst du beim Breakdance auch, aber da ist das halt normal. Aber ja, aber bei so einer Schaukel keine Gitter, kein Nix davor. Ja genau, vor allem wenn die gerade hochschaukelt und so ein Holzkopf denkt da ganz schön nach, da ist ja nichts und geht rein. Das war kurz vor Ende. Schon Deko abbaut, Lampen abbaut, okay, aber Geländer? So, es gibt den ersten kleinen Platz, wo wir gerade waren und dann so ein Verbindungsweg hier direkt an so einem Flüsschen, historische Altstadt oder so, mit einem Scheibenwischer, mit einem Pfannhaus, ein paar Reihengeschäfte und zack sind wir beim nächsten und hier, da ist dann Haudin Lukas. Da ist Haudin Lukas. Aber nicht zum Beispiel, wie wir das letztens in den Niederlanden gesehen haben, dass man Flammenwerfer oben drauf hat, sondern gar nichts oben drauf. Das ist ein Dude auch. Hier Riesenrutschen, Jumper, Kinderkarussell und ihr kriegt davon jetzt erstmal ein paar Impressionen.
Also wenn man mal den Autoscooter auf dem ersten Platz mit dem hier vergleicht, da liegen ja Welten dazwischen. Krass. Sieht auf jeden Fall schick und bunt und grell aus. Und nicht so verstaubt und sandig wie der andere. Diese kleine Grauzonenbahn steht nicht in Flammen, sondern hat eine fette Nebelmaschine. Normalerweise, wenn nicht alles schon abgebaut wäre, wäre da auch in der Mitte so ein Turm mit 4 Moving Heads, Laser auf der Kasse und so weiter und so fort. Ist ein bisschen schade, dass jetzt schon so viel weg ist. Was geht hier? Aber hier fehlt auch schon wieder die Hälfte. Also. Ich war hier gerade auf einer öffentlichen Toilette und du musst durch einen Flur voll mit Kram und Fahrrädern und keine Ahnung was für ein Zeug und kommst in der Abstellkammer, wo sogar ein Staubsauger mit auf dem Klo ist. Indiana Jones ist auch da, habe ich gesehen. Also alles gut. Ich habe gerade schon gefragt, ob man sich ja wie ein Kind ausleihen kann, dann wirkst du nicht so peinlich. So, in unserem Perla Powercoaster gefahren. Das Ding ist auch endlich erledigt in Belgien. Sehr geil. Wenn man 3 Tickets kauft, gibt es ein 4. geschenkt. Wenn du das dann irgendjemand in die Hand drückst, hier draußen irgendein Kind, wie komplett verwirrt die einfach mal. Wieso krieg ich das geschenkt? Warum? Das ist exclusive. Wenn es zugebuchert wäre und das schon ewig steht. Ja, genau das. Ich finde das super geil hier, die bauen einfach so alles mögliche um die Gebüsche drumherum. Voll geil. Aber was soll die Musikgefängnisvolle? Jetzt wollten wir euch einen On-Ride mitbringen von Star Wars Rise of the Resistance. Baut er gerade leider schon ab. Bei so einer großen, komplexen Attraktion ist das natürlich etwas langwieriger. Deswegen muss der früher anfangen mit dem Abbau. Hier ist sogar der Zwerg drauf, wie der das in den Müll wirft. So, Cher. So, wir sind einmal über die Kirmes gelaufen mit euch. Haben uns in einen Laden gesetzt. Da hat man mit Desinteresse geglänzt. Also es waren nur 2 Damen, die einzeln an 2 Tischen saßen und die Bedienung. Die Bedienung hat mit einem gequatscht. Und was waren es? Minimum 5 Minuten oder was? Die einfach straight mit der gequatscht hat und sich nicht mal angeguckt hat. So weit gegangen. Und sind in einen guten Laden gelandet. Haben jetzt mal wieder das gemacht, was man in Belgien immer macht. Und mit euch gehen wir jetzt nochmal
zurück, weil das einfach ein langer Weg ist, den man durchlaufen kann, mit einem anderen Objektiv und zeige euch noch ein paar andere Einblicke, falls noch irgendwas steht von der Kirmes. Also hier sind noch zwei Kinderkarussells, sind zwei kleine Autofahrten, die noch laufen, aber wer weiß, was denen noch los ist. Stay tuned. You can't see shit 'cause you have closed your eyes. You say-
Wir sind durch. Hinter mir wird die Achterbahn abgebaut, eines anderes wird hier abgebaut. Sehr coole Kirmes, sehr coole Stadt. Aber auch wieder mal so ein Video oder so eine Kirmes aus der Kategorie wie mache ich mir selber das Leben schwer, wie versaue ich mir mein eigenes Business. Und zwar gibt es das Problem, dass hier am letzten Tag einfach mal die Hälfte schon abgebaut ist, super früh abgebaut wird. Und dann muss man sich als Schausteller, glaube ich, auch nicht mehr wundern, wenn am letzten Tag keiner mehr kommt. Dann kannst du auch so für Familientag am letzten Tag machen, wie du lustig bist. Das bringt ja nichts, ne? Aber vor allem hier, wo es jetzt, also ich suche ein geiler Kontrast, hier ist alles neu und modern und dann noch diese krasse historische Altstadt. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort heißt. Ja. Ich auch. Mann! Uschi! Aber sonst war cool. Belgien lohnt sich immer. Nicht so skurril und kurios. Ja, doch, eigentlich auch wieder schon. Skurril und kurios. Nur nicht so bombastisch skurril und kurios. Müllreport. Können das stimmen? Ja. Wir sind in Müllreport. Ja. Habt ihr wieder was gelernt, kommt da rum. Und ja, wir fahren nach Hause. Gute Nacht!